So, hallo, live aus Schleiddorf, heute bei MK und NK Keller, wobei das Keller, das K steht ja für Keller, eh schon, genau. Richtig. Bei Nicole, ja. Sabine, ja. Und Markus. Richtig. Und ihr macht unter anderem Platinen für die Beleuchtung von Lokomotiven und Richtig. Habt auch das als Gewerbe angemeldet. Und wir sind irgendwo, oder ich bin damals so zu euch gekommen, weil ich habe ja diese alte Haribo-Lok noch gehabt, kannst du dich wahrscheinlich entziehen. Ja. Und das ist eine Trax, glaube ich, war das. Genau. Und die hatte diese gelben LEDs vorne drin. Ja. Und da meine Silvia unheimlich gern Haribo isst, ist der Zug natürlich wichtig für uns und habe gesagt, der muss aufgepimpt werden und habe dann im Internet einfach mal solche Umbausätze gegoogelt und bin dann auf eure Homepage gestoßen, mk-nk.de. Genau. Habe es gerade abgelesen hier auf der Platine. Und nachdem ich festgestellt habe, ja gut, das ist ja gerade mal 40 Kilometer weg, da fahre ich vorbei und ich fand es einfach so cool, wie du damals dieses kleine filigrane SMD-LEDchen da glötet hast. Und ja, so ist eigentlich dieser Kontakt auch entstanden. Genau. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, diese Produktion hier aufzubauen, Markus? Ja, angefangen hat es eigentlich mit der Baureihe 212. Ich habe vor zig Jahren von meinem damals noch Opa zum Geburtstag eine Baureihe 212 gekriegt. Und was mich an der, also wir machen hauptsächlich Umbausätze für Märklin und wir sammeln auch Märklin, an dieser Lok gestört hat, die hat noch ein Kunststoffgehäuse und hat praktisch nur ein weißes Licht gehabt. Und mich hat halt immer gestört, ja, das soll doch auch ein rotes Licht sein. Und angefangen hat es dann im Prinzip so, dass ich im Internet geguckt habe, bei eBay und diversen anderen Seiten, wo man halt so kennt, da, ob es solche Platinen gibt. Es gab solche Platinen zur damaligen Zeit, die gab es aber nur bei eBay und die wurden immer nur versteigert. Und ich habe dann immer versucht, so eine Platine zu ersteigern. Irgendwie hat es nie geklappt. Und dann habe ich gedacht, so eine Platine zum selber machen mit drei LEDs drauf, das dürfte doch nicht das große Problem sein. Und ich habe glücklicherweise einen Onkel, der aus der Elektronikbranche kommt, der unterstützt uns auch hin und wieder. Der hat mit mir dann praktisch die erste Platine geplant und dann haben wir die bestellt. Ich habe dann die Platine fertigen lassen und habe bloß praktisch noch die SMD-LEDs drauf gelötet. Ja, das Problem damals bei der Bestellung war, ich brauchte eigentlich nur zwei Sätze. Musste aber 10 bestellen, weil die Mindestabnahme 10 Stück war. Und ja, dann kam eine Frau ins Spiel, die hat gesagt, ach komm, den Rest verkauf mal. Wenn der andere das kann, dann können wir das auch. Ich schwenk nur mal rüber, ja. Dass man sie sieht, deine Frau, ja. Die damit verantwortlich ist. Genau. Genau. Und ja, dann haben wir praktisch unsere Platinen auch bei eBay eingestellt. Die ersten noch zum Versteigern. Und das hat super gut geklappt und irgendwann hat meine Frau gesagt, du komm, jetzt haben wir da die 7 oder 8 Stück verkauft, da können wir auch nochmal welche machen lassen. Und dann haben wir praktisch den nächsten Satz machen lassen und die haben wir dann zum Festpreis verkauft damals. Die waren so schnell weg, also wir hatten sie kaum eingestellt und waren sie schon verkauft. Und so hat es wirklich angefangen. Also eigentlich aus Eigeninteresse und dann, ja, eigentlich wollten wir nur den Rest loswerden. Und ja, in der Zwischenzeit haben wir dann viele, viele Umbausätze, weil wir haben ja nicht nur die eine Lok, sondern haben dann auch angefangen, andere Loks umzubauen. Und eigentlich fertigen wir die Umbausätze für unsere Loks, also weil wir persönlich die umbauen möchten und ja. Deswegen, es kommt nicht immer das, was die Kunden sich wünschen, wobei wir auch in der Zwischenzeit viele Leute haben, die natürlich dann anfragen, könnt ihr nicht das und sein und jenes machen. Da das aber nicht unser Hauptgeschäft ist, haben wir natürlich hier das Problem, wir können nicht alle Wünsche erfüllen, auch wenn wir es gerne machen würden. Ja, du hast mir erzählt, ihr seid beide auch bei der Bahn oder? Wir sind beide bei der Bahn berufstätig, also okay. Ich als Lokführer, meine Frau als Kundenbetreuer im Zug.
Und ja, wir haben halt einfach auch nicht die Zeit. Wir machen das wirklich nur so nebenher. Also mein Job ist dabei, die Rechnungen zu erfassen, das ganze Logistische eigentlich, die Bestellung, die Abpackung, die Verpackung der einzelnen Platinen. Ja, und im Prinzip die Kundenbetreuung. Ja, und wir sind jetzt heute auch hier bei der sozusagen Premiere, weil du hast einen neuen Umbausatz für die Baureihe 128, sehe da so gerade auf dem Tisch liegen, oder? Genau, das ist, wird praktisch die Neuheit für 24 oder eine der Neuheiten. Ich hoffe, es kommen noch welche dazu. Die Baureihe 128, die ist jetzt seit November etwa auf unserer Homepage auch schon angekündigt. Es, wie gesagt, da wir es nur nebenher machen, dauert es manchmal ein bisschen. Aber wir haben jetzt die Platinen praktisch fertigen lassen und wir gehen jetzt praktisch in die Bestückung. Das heißt, ich denke, Ende Januar wird der Umbausatz dann auf der Homepage zum Verkauf freigeschalten. Und ja, dann kann man bestellen. Und Thema Bestückung ist ja auch eine ganz coole Geschichte, weil bei meinem ersten Besuch hast du ja noch keine Bestückungsmaschine gehabt. Da hast du alles abends, glaube ich, daheim, privat irgendwie genau, so zusammengelötet. Genau, am Anfang habe ich im Prinzip alles von Hand gelötet, weil die Zahlen, sage ich mal, überschaubar waren. Und es, die Stückzahlen sind natürlich wesentlich gestiegen, was auch natürlich durch die eBay-Verkäufe und auch über unseren Homepage, also unseren eigenen Online-Shop, ja, es ist einfach zu viel geworden, das von Hand zu machen. Und dann hast du dir in China, hast erzählt, so eine Bestückungsmaschine gekauft. Und die habe ich bei meinem zweiten Besuch bei dir ja auch schon mal sehen dürfen. Die fand ich ja eh schon wieder ganz cool. Also du wirst nachher sehen, wir machen jetzt die Bestückung von der einen Seite der 128. Mhm. Und du wirst schnell merken, also wenn ich das von Hand löten müsste, das sind jetzt bloß pro Platine 6 Bauteile. In so einem Nutzen sind 5 Platinen. Das heißt also 6x5 sind 30 Bauteile. Früher hätte ich da wahrscheinlich so eine Stunde dafür gebraucht. Du wirst gleich sehen, dass das wesentlich schneller geht. Wir haben halt lange gesucht, weil das Thema ist, die Maschinen sind nicht ganz billig. Und da wir es nur nebenher machen, ist so eine Maschine eigentlich vollkommener wirtschaftlicher Unsinn eigentlich. Weil die Maschine läuft bei uns im Monat, auch wenn es pro Monat 3 Stunden sind, ist es viel. Mhm. Ich habe ja letztes Mal, wo ich da war, das war nämlich auch Weihnachten, das ist jetzt schon ein Jahr her. Da habe ich nämlich gesagt, da könntet ihr eigentlich auch Weihnachtsgutzle bestücken mit der Maschine. Ja, habe ich zu deiner Tochter Sabine, gell? Theoretisch. Gesagt, ja, genau. Theoretisch könnten wir das machen, ja. Vielleicht machen wir so ja, vielleicht bringen wir mal unsere eigenen Weihnachtswegen raus, dann können wir Gutzler mit LEDs bestücken und dann fahren lassen, genau. Ich weiß es nicht, mal schauen wir mal. So, hier sehen wir jetzt diese Steuerplatine von der Baureihe 128, nochmal im Detail. Und was kommt da jetzt alles drauf? Also das ist jetzt die Vorderseite oder die Oberseite in dem Fall. Da sitzen im Prinzip die 2 Verstärkerstufen für die Logikpegelausgänge der Decoder. Viel mehr ist auf der Seite nicht drauf. Auf der anderen Seite, wenn sie einmal rumdrehst, die kleinen silbernen Pads, da sitzt nachher praktisch die Steckerleiste für den eigentlichen Decoder, der dann dort aufgesteckt wird. Und das hier, genau. Genau. Und das war's hier eigentlich schon. Okay. Und dann haben wir praktisch hier die Lichtplatine. Mhm. Die Lichtplatinen für die 128, siehst du? Ja, sieht man gut. Da sitzen nachher praktisch die LEDs, also die praktisch das Licht machen. Und hast du da jetzt, du arbeitest ja mit diesen SMD-LEDs, gell? Genau. Hast du da eine weiße und eine rote separat drauf, oder? Genau, also es sitzen nachher auf dieser Platine 2, 4, 6, 7 LEDs auf jeder einzelnen Platine. Es sind 5 weiße und 2 rote. Achso, da ist Fernlicht dabei, oder? Da ist ein Fernlicht dabei, genau. Also Fernlicht, Normallicht, links, rechts, da sind wir bei 4. Rot, 6. Und oben. Und oben Stirn 7. Genau. Und Stirn ist ja auch mit Fernlicht, oder? Nee. Nee.
Hatte ich ja nur unten, genau. Fernlicht ja, wird, wie bei ja, deiner Haribo-Lok, wird das Fernlicht bei 128 zugeschalten. Ja, genau, okay, dann haben wir 7 genau. LEDs, okay, alles klar. Was wir jetzt hier noch auf der Rückseite, die wird nachher auf der Rückseite dann auch bestückt. Das sind viel, da sitzen dann die ganzen Widerstände für die LEDs drauf. Da habe ich neulich übrigens meine zwei Schweizer umgebaut und ich habe mir dann aus dem 3D-Drucker auch so eine Halterung gemacht, also nicht so professionell wie die Platine, die du da hast, und habe dann auch selber eine SMD-LED reingemacht. Ja, der Umbau von meiner Schweizer Lok hat nämlich dann auch dazu geführt, dass ich eine Frage gekriegt habe auf meinem Kanal, und zwar vom Rudi, beziehungsweise der hat erstmal einen Tipp geschrieben für Leute, die keinen 3D-Drucker haben. Der hat nämlich hier geschrieben, hallo Jürgen, kleiner Tipp, für Leute, die keinen 3D-Drucker haben, gibt es von Nicole Keller eine Platine mit Schweizer Lichtführung. Geht relativ einfach umzubauen. Gratulation zur neuen Lötstation. Hätten wir eine neue Lötstation gekauft. Genau. Und dann hat der Rudi noch eine Frage gehabt und die könntest du vielleicht beantworten, nämlich... Als ich ihm geschrieben habe, dass ich bei euch vorbeifahre, hat er gesagt, ja Mensch, frag doch mal, ob diese Platine auch für andere Decoder passt. Er hat seine AE6-6 jetzt mit der Platine und einem ESU-Decoder umgebaut aktuell. Ja, also bei der AE6-6 ist so, wir fertigen unsere Schnittstellen nach der NEM 660, so auch bei der AE6-6. Also grundsätzlich kann man natürlich auch jeden Decoder verwenden, der die NEM 660 unterstützt. Ob TAMS, Uhlenbrock, Döller und Haas oder ESU, ist in dem Sinn vollkommen egal. Er muss halt die NEM 660 unterstützen. Bei Märklin-Decodern ist es so, dass Märklin sich leider nicht an diese Normen hält und da einen Sonderweg geht. Die kann man nur bedingt dort einsetzen. Es fängt da damit an, dass man praktisch keinen AUX 5 und keinen AUX 6 hat. Mhm. Das heißt, es fallen Funktionen grundsätzlich von vornherein weg. Mhm. Und das andere ist, man müsste AUX 3 und AUX 4 mit dem Märklin-Programmer umstellen auf Logikpegel. Mhm. Dann würde es wieder funktionieren. Wir fertigen unsere Platinen in der Regel so, dass AUX 5 und 6 die Führerstandsbeleuchtung ist, auf die man eventuell dann auch verzichten könnte. Also wäre es eigentlich besser, den ESU-Decoder da reinzumachen, dann hast du das Ganze gefroschenet sozusagen. Richtig. Okay. Gut. Frage auch geklärt. Grüße an den Rudi an der Stelle. Aber jetzt habt ihr hier nochmal was liegen. Da gucke ich jetzt gerade mal, was ist denn das hier? Das sieht so ein bisschen aus wie Blindenschrift. Das sind, ja, das hier, das sind praktisch die Schablonen zum Aufdrucken der Lötpaste auf die Platinen. Okay, das sehen wir dann jetzt auch, wie das funktioniert. Das sehen wir jetzt auch gleich. Also das hier ist jetzt praktisch die Platine für die Schablone für die Lichtplatine. Ja. Das ist praktisch die andere Seite. Wenn man jetzt da, ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, man sieht jetzt mich, weil es spiegelt. Aber ist auch nett. Also hier, wenn man jetzt deine Taschenlampe oder hast du mir... man sieht die Löcher, sieht man doch. Ja. Achso, sieht man. Ja, ja. Also wie man hier sieht, da sind viele, viele kleine Löcher drin. Und wir bereiten es praktisch hier so vor, dass wir praktisch die Platinen dort reinlegen können, weil irgendwie müssen ja auch die Bauteile dann nachher fest werden. Mhm. Und da kommt praktisch eine Lötpaste oben drauf und die wird praktisch über diese Schablonen auf die Platinen aufgetragen. Ah, das heißt, die Platine wird bestückt mit dieser Maschine, die hinter mir steht. Genau. Und das Lötmittel wird dann nachher über diese Schablone auftragen, oder? Genau. Ah, okay. Also zuerst das Lötmittel und dann die Bestückung. Okay. Aber ja, grundsätzlich. Ach so, so rum. Okay, alles klar. Dann gucken wir uns das jetzt vielleicht mal an, bevor ich noch mehr dummes Zeug hier erzähle. Deshalb sind wir ja hier. Genau. So, dann machen wir mal die Premiere der Baureihe 128. Erstes Modell also, 2024 hier. Genau. Also wir bestücken jetzt praktisch die eine Seite, wo praktisch die MOSFETs und die Widerstände dafür sitzen. Sag doch mal, was ein MOSFET ist. Die MOSFETs sind eigentlich die eigentlichen Verstärkerstufen für die Logikpegel vom okay. Decoder. Okay. Und wir legen es praktisch jetzt hier ein. Ich habe mir hier eine kleine Form gebastelt, dass es praktisch immer gleich liegt. Gleich falsch rum. Fuffe-Effekt. Ja. Ach, und jetzt sind die Löcher genau über
jetzt sind praktisch die Löcher genau über diesen Lötpads. Mhm. Und da tragen wir jetzt praktisch einmal die Paste auf. Das heißt, da wo die Paste ist, wird nachher so der Lötpunkt. Das war's eigentlich, ja genau, das war's eigentlich schon. Also in der Paste, da ist Flussmittel und Lötzinn drin. Das sind ganz kleine Perlen. So, ich weiß nicht, ob man sieht. Also jetzt ist praktisch Lötpaste aufgetragen. Okay, auf den kleinen silbernen Punkten. Auf den kleinen silbernen Punkten hier, genau. Okay. Und die Sabine darf es jetzt einlegen, oder? Du darfst das jetzt so rum reinlegen. Also ist kinderleicht, ihr seht's. Hat die eigentlich einen Namen, die Maschine hier? Also gibt mir ja gern so einen Namen oder so? Nee, das ist soweit sind wir noch nicht gekommen. Ja, müsst ihr unbedingt machen. Also dann machen wir Aufruf an die Zuschauer. Gebt doch mal einen Kommentar, wie das Maschinchen heißen könnte. Beate. Wieso Beate? Ganz rüber. Und ich habe jetzt gerade gefragt, warum hier die zweite Platine drin ist. Die wird jetzt aber nicht bestückt, hat mir der Markus erklärt. Die ist nur deshalb drin, weil das irgendwie gemeinsam hin und her läuft. Genau. Damit sich es nicht verschiebt oder so. Dieser Schlitten hier unten ist beweglich, weil es gibt natürlich auch größere Platinen. Und dass sich das praktisch nicht schräg drückt, weil wir wollen ja die Bauteile da haben, wo sie hingehören. Genau. Und nicht irgendwo. Lege ich einfach eine zweite mit rein. Stichwort Bauteile, die sind jetzt hier auf diesen Rollen drauf. Also wir brauchen hier, für diese Platine brauchen wir jetzt zwei Bauteile, das ist einmal hier, das sind einmal hier die Widerstände, die haben wir hier hinten und hier. Okay. Und wir brauchen ein Bauteil hier, die Verstärkerstufe, die ist jetzt... Das ist das MOSFET. Das ist der MOSFET, genau. Was für ein Name. Der sitzt hier. Ich hätte schon einen Namen für eure Maschine. MOSFET. Nein, okay. Ich glaube, die Maschine braucht nicht einen Namen. In den Zuführungen, da sitzen auch Bauteile, die man viel braucht, die man öfters wechseln muss, weil ich kann die hier einzeln raus. Hier ist immer ein bisschen Gefriemel. Mhm. Ich kann hier die Teile einzeln rausnehmen. Oder dann die Bauteile, die man gar nicht braucht. Okay. Oder sehr selten braucht, weil sie hier einfach besser aufgehoben sind wie da drüben. Und die Bauteile sind alle auf so einer Rolle, so wie früher beim Tonband irgendwie. Genau, so sehen die Rollen aus. Das ist jetzt praktisch sind viele, viele LEDs. Ja, das ist das, was in meiner Haribo-Lob drin ist. Baugröße 0402. Genau, die kann ich löten mittlerweile. Ja. Ja. Okay, cool. So. So. Und das ist der Startknopf, oder? Und jetzt, wenn du jetzt hier drauf drückst, dann auf den kleinen blauen, dann würde die Maschine anfangen. Soll ich das machen? Du kannst es dann mal probieren, ob du das hinkriegst. Dann drücke ich hier und geht die gleich los, oder? Die geht dann gleich los. Und dann gucke ich, dass man mal filmt. Also Start. Eigentlich drückt man immer hier, gell? Aber ja, das wäre jetzt in dem Fall nicht so gut. Okay, also jetzt sind wir runter. 3, 2, 1, Stopp, Start. So. Ah, jetzt holt er sich die Teile, okay. Der zieht die mit Luftdruck an, oder? Genau. Und setzt die jetzt auf die Position, die du vorher programmiert hast. Genau. Nicht wundern, es könnte auch laut werden. Wenn der Kompressor angeht, oder? Genau. Okay. Momentan ist es ja alles überschaubar vom Geräusch, aber es läuft ja auch kein Kompressor. Und das Licht, was da immer angeht, das sorgt dafür, dass nochmal gecheckt wird, oder? Wir gucken uns nachher vielleicht noch, machen wir noch eine zweite Platine, dann gehen wir mal rüber an den PC und gucken uns dort an. Ja, das können wir auch gleich machen hier. Genau. Oder so. Ich gehe da mal rüber. Also das ist jetzt praktisch das eigentliche Programm hier. Das hier ist praktisch das Programm mit den Koordinaten, was bestückt wird und so weiter. Also wo welches Bauteil hinkommt. Wo welches Bauteil hinkommt, was für ein Bauteil hinkommt und wo natürlich auch das Bauteil herkommt. Ganz wichtig. Aus China. Ja, das ist so nicht ganz richtig. Wir haben viele Bauteile, die gar nicht aus China kommen. Okay. Und hier oben sieht man jetzt, er fotografiert praktisch jedes einzelne Bauteil ab und guckt auch, dass die richtig ausgerichtet sind. Das heißt, du hättest nachher auch eine Dokumentation noch, oder? Man kann das dokumentieren, ja. Okay. Aber das ist jetzt bei uns jetzt nicht so wirklich das Problem, weil ich prüfe.
jetzt wird's laut. Genau. Das ist der Grund, warum man sonntags keine Platinen bestückt. Richtig. Okay. Das tut wie die Tiger-Trommel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch ein bisschen lauter war. Die ist lauter, ja, ja. Weil auch meine 218 ist lauter. Fährst du auch die 218er? Ich darf sie fahren, ja. Okay. Bist du auch schon eine V200 gefahren? Nee, eine V200 bin ich noch nicht gefahren. Okay. Möchtest du noch eine Platine danach ja, logisch, machen? Ja, aber logisch, machen wir eine. So, zwei Platinen fertig. Wie geht's jetzt weiter? Genau. So, jetzt haben wir ja die Platinen bestückt. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann fallen natürlich alle Bauteile wieder runter, weil die sind natürlich noch nicht fest. Mhm. Das ist nicht so gut für den Kunde, deswegen löten wir die jetzt. Klebt so ein bisschen nur drauf, ja klar. Also wir sind jetzt gerade bei uns in der Waschküche. Der Lötofen steht hier jetzt nicht ganz ohne Grund. Also wenn man hier sieht, wir haben hier ein kleines Katzentürchen. Da geht der Schlauch raus, weil die Abluft vom Löten stinkt etwas. Ah, okay. Deswegen möchte man das nicht im Haus haben und deswegen... Nicht im Wohnzimmer. Nicht im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob es gesundheitsschädlich ist, aber ich glaube, zu empfehlen ist nicht. Okay. Das heißt, da kommt jetzt die Platine in diesen Lötofen rein? Genau. Also hier ist auch wieder praktisch das Programm, wo es zum Löten schon hinterlegt für unsere Lötpaste. Also Temperatur sozusagen. 70 Grad nur? Ja, Anfangstemperatur. Ach so, okay. Aber mit wie viel Grad lötest du die dann? 235. Und auch hier könnten wir die Plätzle wieder reinlegen? Ja, die dann mit der Maschine bestückt sind. Könnten wir machen. Also wir legen jetzt praktisch unsere zwei Platinen hier rein. Okay. Klappe zu. Klappe zu. Und dann drücken wir auf Start. Und der geht dann auf 270 Grad? 235. 235. Wie komme ich jetzt auf 270? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du lauter Guzler. Vielleicht hast du dich auf 270 Guzler gefreut, ich weiß es nicht. Das dauert jetzt so circa 20 Minuten. Okay. So, jetzt sieht man da so ein bisschen rot, genau. Kann ich schon mal das große Licht ausmachen vielleicht? So, Sabine macht nicht nur die Stempelarbeiten, die bringt auch die fertig gelöteten Teile. Ist das nicht heiß? Nee, oder? Also warm. Warm. Okay, ja. Also hast du gut abkühlen lassen. Ja. Und jetzt gucken wir mal, das heißt, die sind jetzt alle hier richtig verschmolzen, diese Lötpunkte. Ich fasse da mal drüber. Wo ist denn so ein Bauteil? Ah, da hinten haben wir eins, genau. Ja, absolut fest. Top. Kann ich auch mal drüber reiben, dann verrutscht nichts. Bricht nichts ab. Okay, das heißt, jetzt sind die Bauteile auf der Platine drauf. Wie geht's jetzt weiter? Ja gut, ich würde jetzt praktisch die zweite Seite noch löten. Das habe ich jetzt leider nicht vorbereitet, weil da müsste ich jetzt alle Platinen erst auf der einen Seite bestücken. Schmilzt denn das andere nicht wieder weg, wenn Nein. du jetzt die Rückseite lötest? Nein, weil die Hitze nur von oben kommt. Ah, okay. Das heißt, ich habe unten, natürlich wird es unten auch warm. Ich erreiche aber nicht die Temperatur, dass die wieder flüssig wird. Okay. Das Einzige ist, wenn man LEDs lötet, muss man zuerst die Seite löten, wo keine LEDs sitzen, weil die LEDs verkraften die Lötung nur einmal. Okay, sonst sind die durch. Genau. Okay. Ja, wie geht's weiter? Im Prinzip, wenn die zweite Seite, also hier die Schnittstelle gelötet wäre, würde man das ganze Ding auseinanderbrechen.
Mhm. Das ist ja wie so ein Kinderriegel dann, oder? Genau, das ist so weg. Ja, könntest du auch schön machen. Nee, lass doch dran. Nein, ist doch egal. Dann löte ich die eine halt von Hand. Ach, okay, also Fleißarbeit. Also, extra für den Kanal. Jetzt Vorführeffekt. Wahrscheinlich musst du das denn nachher heimlich löten, oder? Nein. Also Vorführeffekt von Hand geht's nicht. Man bricht das hier einfach ab. Okay. Hier sind, das sind im Prinzip vorgefertigte Bruchkanten. Mhm. Dann hat man praktisch die einzelne Platine, hier jetzt die Steuerplatine. Jetzt würden wir praktisch die Kabel machen. Mhm. Die kommen von Hand dran, oder? Die werden von Hand dran gelötet. Praktisch hier für die eine Lichtplatine, hier für die andere Lichtplatine. Okay. Und dann wird praktisch die Lichtplatine mit der Steuerplatine verbunden. Aha. Und dann ist der Umbausatz fertig. Jetzt haben wir hier mal so eine 128er Lok da. Und wo käme jetzt diese Platine rein? Also die Steuerplatine, die kommt praktisch nachher. Jetzt habe ich noch schon die Schräubchen raus. Die sitzt praktisch nachher hier drin. Das heißt, so. Die passt ganz genau auf die passt die ganz Lok. Genau. Also man schraubt praktisch die alte Original-Merklin-Platine aus, setzt die Steuerplatine wieder ein, schraubt sie fest und hier vorne sitzen ja dann praktisch die Lichtplatine nachher. Das sind dann die Teile, das genau. Sind die hier, genau. Ja, der Markus hat jetzt mal einen Bausatz fertig, so wie man ihn dann bei euch kriegt. Aber jetzt von der, was ist das? Das ist jetzt von der Baureihe V140, also eine etwas ältere Diesellok. Mhm. Weil den gibt es ja noch gar nicht. Den gibt es ja nur hier den, bei der ersten Produktion. Den gibt es erst ab Ende Januar. Also so würde auch, kommt dann später auch dieser Umbausatz. Man nimmt praktisch hier auch hier wieder die Steuerplatine, die praktisch hier draufgesetzt wird. Die Lichtplatinen werden hier vorne eingesetzt. Das ist alles schon verbunden. Das Einzige, was man natürlich selber einlöten muss, da kommt man leider nicht drum rum, ist natürlich einmal der Schleifer und die Masseverbindung, klar, sowie den Motor. Mhm. Dann wäre sie zumindest schon mal fahrfähig. Und unseren Umbausätzen liegen dann auch immer so kleine Dinger hier bei. Für die Führerhaus. Das sind die Führerstandsbeleuchtungen. Die kann man hier auch anlöten. Da ist dann hinten ein kleines Klebebändchen drauf, dass man die einkleben kann. Mhm. Das funktioniert. Ich habe das bei meiner auch gemacht. Also genau. Das klappt ganz gut. Und du hast ja eine schöne Beschreibung auf deiner Homepage immer drauf, habe ich gesehen. Schritt für Schritt sozusagen. Ja, ich versuche es, aber leider ist die Einbauanleitungsschreibe nicht so unsere Lieblingsbeschäftigung. Deswegen fehlen noch einige. Okay. Aber im Grunde funktioniert es bei allen gleich. Okay. So sieht es jetzt aus. Prima. So, und wer zieht denn die Sachen auf das Holz drauf? Das kommt immer drauf an, wer gerade Zeit hat. Okay. Also meine Frau oder ich im Regelfall. Also alles Familienbetrieb. Und dann kommt das Stempeln von der Verpackung. Jetzt Sabine, dein Part. So, ich habe jetzt hier mal 4 Kartons runtergeholt. Das 4 Kartons? Ja, 4. Nee. Ach, Bierkartons, verstanden. Der hört auch nur, was er will, oder? 4 okay. Kartons habe ich hier jetzt mal vorbereitet. Okay. Ja, da haben wir hier extra einen speziellen Stempel, mit dem wir das stempeln. Der wird dann schräg hier draufgelegt. Auf, ganz wichtig, diese Seite. Mhm. Und dann wird es einfach runtergedrückt. Und dann hast du diesen Text drauf, Achtung, ich lese es nochmal, wichtige Ersatzteile für Ihr Bahnbetriebswerk. Und eine schöne, was ist das für eine Lok? Herr Lokführer? Das ist die Baureihe 53, die okay. Lok, die nie gebaut wurde. Ah, okay. Die Nicole breitet jetzt schon mal so aus, was es alles im Shop gibt. Und du hast ja gesagt, Markus, ihr habt hauptsächlich die Lokomotiven erstmal gemacht, die ihr selber habt und selber umbauen wollt eigentlich. Genau. Also von der Historie kommend auch, gell? Ja, genau. Also wir machen halt erstmal das, was uns so gefällt. Hm. Und in der Zwischenzeit sind auch ein paar Loks dabei, die wir eigentlich gar nicht haben, weil wir zum Beispiel sammeln nur Deutschland, also Deutsch Epoche 1 bis 6. Zwischenzeitlich haben wir auch viele Schweizer Lokomotiven. Das ist dem Stummi-Forum geschuldet. Okay.
Wir sind immer beim Stummi-Treff in Böblingen mit dabei. Und da sind die Schweizfahrer sehr vertreten. Und die stellen uns auch die Lokomotiven zur Verfügung, weil wir sie selber nicht haben. Weil man muss bedenken, also um so einen Umbausatz zu fertigen, brauche ich natürlich alle Lokomotiven, die irgendwie mal hergestellt wurden. Immer wenn es eine Produktänderung von Seiten Märklin gegeben hat, dann müssen wir die natürlich hier haben, weil der Umbausatz sollte natürlich in jede Lok reinpassen und nicht nur in eine bestimmte, sondern praktisch, wenn ich sage, ich brauche die von der AE66, dann muss der in die älteste genauso reinpassen wie in die neueste. Das heißt, meine alte, ich habe ja diese zur Schweizer Jubiläum 700-jährigen Eidgenossenschaft, die ist ja jetzt zig Jahre alt, da würde der Umbausatz auch reinpassen. Richtig. Okay. Hätte ich ja gar nicht selber basteln müssen heute. Nein, hättest du nicht müssen. Okay. Du hättest sie vorbeibringen können und dann hätten wir die auch gern mal umbauen können hier. Ja, klar, okay. Ja, wie gesagt, es ist alles gar nicht so schwer, die Umbausätze. Wir versuchen die immer so zu fertigen, dass natürlich auch Laien, die nicht so versiert im Löten sind, die auch einbauen können. Ja, das ist ja wichtig, weil es hat ja nicht jeder irgendwie diesen Hightech-Lötkolben und so weiter. Und das muss einfach sein. Genau. Und deswegen haben wir einfach bei manchen Loks uns dafür entschieden, nicht nur die Lichtplatinen zu machen. Also wenn wir Umbausätze haben mit Lichtplatinen, sind meistens 3, maximal 4 Käbelchen anzulöten pro Lichtplatine. Wenn wir jetzt aber Sachen haben wie den Schweizer Lichtwechsel, da habe ich teilweise 8 bis 9 Kabel an einer Platine sitzen, dann brauche ich eine passende Steuerplatine dazu, weil das ein Decoder alleine gar nicht schafft. Da sind wir dann auf die ganz großen Umbausätze, die im Prinzip fertig gemacht werden, so wie jetzt bei der 128, umgestiegen, dass wir gesagt haben, die Leute müssen so wenig wie möglich machen müssen. Bei der Schweizer AE6-6 Da habt ihr auch ein Rotlicht dann dabei, oder? Genau, also bei den Schweizern ist es immer so, jetzt lassen wir mal die 460, die dieses Jahr noch kommen soll, mal außen vor. Bei den Schweizern, die wir seither haben, ist es so, dass wir praktisch das normale Spitzensignal haben, also dreimal weiß. Dann haben wir das normale Zugschlusslicht das in der weiße Schweiz. Rechts. Das, nein, das eine rote rechts. Ah, okay, das also aktuelle Zuschluss, rot. Zugschluss. Okay. Dann haben wir den Wagenschluss, also praktisch, wenn ein Wagenverband an der Lokomotive angehängt ist, dann ist ja dieses eine weiße Licht. Rot wäre nur, wenn die Lok alleine fährt, sozusagen. Genau. Jetzt, okay, alles klar. Genau. Beziehungsweise, wenn die Lok hinten hängt. Hinten hängt, ja, als am Schluss. Genau. Und dann haben wir noch ein Notsignal. Das sind 3 rote. Wenn irgendwas kaputt ist. Wenn die Schienen verschüttet sind wegen Steinschlag oder was auch immer, um praktisch die entgegenkommenden Lokführer zu warnen. Das heißt, das 2 rote gibt es in der Schweiz gar nicht. Doch, das wird jetzt bei der 460 kommen, also bei dem neueren Modellen. Da gibt es auch die 2 Zugschlussleuchten in Rot. Wie gesagt, das werden wir jetzt bei der 460 das erste Mal umsetzen, dass man dort kann man dann praktisch jede einzelne rote Lampe einzeln separat schalten. Das heißt, ich kann den regulären Schweizer Zugschluss machen mit einem roten. Bei der 460 ist dann so, dass sie 2 rote Zugschlussleuchten hat, wenn sie eine Schiebelok ist. Also sprich, wenn sie den Zugverband schiebt, weil vom Steuerwagen ausgefahren wird. Ja. Und natürlich dann praktisch wieder das Warnlicht, die 3 roten. Okay. Ja, mein Umbau, der kann ja nur das weiße Licht, wie heißt das jetzt, wenn der Wagen hinten dran ist? Nicht Schlusslicht dann, sondern... Wie das genau heißt, weiß ich gar nicht. Also das weiße Licht, wenn halt Wagen hinten dran hängt. Genau. Das kann sie, ich habe kein Rotlicht dran bei mir. Das habe ich nicht gemacht. Genau. Müsste eigentlich mal nur eine rote SMD-LED einbauen, aber dann müsste ich mal gucken, ob mein Decoder das nachher gibt, weil da ist ein uralter MFX-Decoder drin von Märklin, so ein MLD-Nachrüst-Decoder, der da irgendwo, den ich von einem Bekannten günstig gekriegt habe, für die alte Lok zum Basteln mal, genau. Gut, so Nicole, wie sieht's aus? So, ja, ich bin soweit fertig.
Warte. Wir quatschen hier über die Schweizer Loks. Du kriegst jetzt noch das Mikrofon, ja. Genau. Piek's mir ran. Wunderbar. Perfekt, ja, sehr muss. Gut. Nicole, wie sieht's aus? Ja, ich habe jetzt so mal ein bisschen das Sortiment aufgebaut. Die Adapterplatine Standard fehlt leider. Die ist leider ausgegangen, die müssen wir noch nachproduzieren. Ansonsten hier die verschiedenen Umbausätze, gerade die AE66, gerade die Schweizer RE66, AE814. Dann haben wir hier den Karlsruher Kopf, die Trax. Da haben wir vier verschiedene Ausführungen, einmal in Warmweiß und Kaltweiß. Und das dann ist meine Haribo-Lok. Genau, und dann für und das Märklin ist die und AE6-6. So sieht es genau aus, wenn man es professionell hat. Ja. In meinem letzten Video habt ihr es gesehen, wenn ihr das selber hier zusammen frickelt. Genau. Okay. Und das da hier ist die RE44. Die verpacke ich im Prinzip alles so auf Kartons mit Gummibändern, damit auch beim Transport nichts passiert. Okay. Dann haben wir hier jetzt gerade zum Beispiel den erwähnten ICE. ICE 2 Bordbistro, genau. Okay. Das ist die Wagenbeleuchtung. Dann haben wir einmal hier den Steuerwagen und einmal hier die Triebkopfplatine und die Lichtplatinen. Existiert auch übrigens alles in Warmweiß. Mhm. Das ist Was wird Kaltweiß. Mehr verkauft? Warmweiß oder Kaltweiß? Warmweiß. Warmweiß. Ja. Ich habe es vorher mit Markus auch mal kurz diskutiert, das Warmweiß ist ja gar nicht so gelb, wie man vielleicht eher mal denkt, so wie die früheren Märklin-Loks waren. Sondern nö, das ist einfach so ein angenehmes, ja, ein bisschen besser eigentlich, so ein Wohlfühl-Warmweiß. Ja, genau. Weil für meine Haribo-Lok habe ich damals auch gleich gesagt, ich nehme Kaltweiß, dann haben wir es glaube ich einbaut und dann habe ich gesagt, ach nee, nimm doch lieber Warmweiß. Genau. Ja. Damals eine stinknormale dann Wagenbeleuchtung. Mhm. Die man für jeden Schnellzugwagen dann verwenden kann. Also auch für so Silberlinge dann theoretisch, genau, oder? Die Wagenbeleuchtung 250 haben wir zu den alten Silberlingen entwickelt, dass die praktisch passend zum Karlsruher Kopf getauscht werden können. Okay. Und dann habt ihr hier die Lichtplatinen für genau diese Lokomotiven. Einmal und für die 212 in Warm- und Kaltweiß, so wie es auch ursprünglich gegeben hat. Für die 194er. Die V60 und die 89. Da haben wir dann das Gegenstück, die 81 dazu. Mhm. Das ist jetzt die kaltweiße Variante für die 212. Der Umbausatz für die 216, da fehlt jetzt noch der Umbausatz oder der Einbausatz für die für die Motorraumbeleuchtung. Und hier haben wir die DHG 500. Ja, die V60 habe ich auch umgebaut. Ich habe so eine uralte von 1954, also die ist älter wie ich, und habe auch von euch diesen Umbausatz. Alles bezahlt, muss man an der Stelle auch nochmal dazu sagen. Ist keine Werbung jetzt hier oder so. Ich habe da auch keinen Vorteil. Also deshalb müssen wir auch kein Werbeemblem hier einblenden, sondern ich wollte einfach mal zeigen, was es hier so Cooles in Schleitdorf gibt. Immer ganz wichtig dazu zu sagen. Genau. Dann haben wir auch gerade so passend für die Schnellzugwegen eine Schlussbeleuchtung. Die ist jetzt noch nicht gelistet, aber die kommt im Januar dann. Okay. Genau. Und dann habt ihr noch hier? Dann haben wir jetzt hier noch die vorhin besprochene 140er, die V140. Mhm. So sieht die dann im Prinzip aus, wenn sie verpackt ist. Dann Anschlussstecker für die Zentrale. Ach, solche Sachen habt ihr auch, okay. Genau. Und Flachstecker, okay. Flachstecker im Prinzip. Also nicht nur Lichtumbausätze, genau, sondern also Zubehör. Alles, und Farben so, da oben sehen. Genau. Das sind Alterungsfarben, Pigmente. Okay. Mit denen kann man zum Beispiel Häuser, Lokomotiven dementsprechend altern lassen. Okay. Oder dann auch im Gelände verwenden. Das ist jetzt so das berühmte Achterset, was ich jetzt hier habe. Es gibt auch noch andere Farben, Rosttöne und. Und Ladematerial, so wie es aussieht, oder? Ja, sehr viel Ladegut. Okay. Also, das ist jetzt das lange Ladegut. Da habe ich jetzt mal ein kurzes mitgebracht. Das Ladegut, was wir hier oben sehen, gibt es natürlich auch in kurzer Variante. Das sieht dann von vorne im Prinzip so aus. Aber alles ausschließlich H0? Alles ausschließlich H0 erstmal, okay, ja. Gerade Kunststoffgitter, Flachstahl, Kunststoffrohre. Dann haben wir hier das T-Profil in klein. Da haben wir das Wellenprofil, also natürlich die hier alles aus Aluminium, also kein Plastik. Das produziert ihr auch selber, oder?
Das kaufen, ja, das kaufen wir. Ja, okay, das Aluminium, ja, ja, kaufen wir und schneiden es aber in, okay, die entsprechenden Größen zu. Okay, hier habe ich jetzt gerade mal eins komplett durchsichtig. So gerade diese Halterungen, die machen wir die aus unserem selber. Hübschen 3D-Drucker. Ja, habe ich gesehen, den 3D-Drucker. Darf man den auch mal filmen hier? Ja, von mir aus. Da geht mir das Herz auf. Also ich habe ja so einen kleinen, schnuckeligen Drucker und hier haben wir echt schon was richtig professionelles. Ja, ein Profimodell, genau. Mhm. Und das Modell im Prinzip druckt uns die ganzen Halterungen zu dem Ladegut aus. Mhm. Oder auch zu den Umbausätzen. Genau. Oder auch zu den Umbausätzen. Wir haben so zum Beispiel gerade hier für die RE66 zum Beispiel haben wir diese Kunststoff, also gerade aus dem 3D-Drucker rausgelassen, wo eigentlich auch in der Lok mit drin sind, zum Festklipsen dann. Mhm. Und ihr habt da sogar auch noch Schüttmaterial, wollte ich gerade sagen. Oh, ja, genau. Wie heißt es? Schotter, genau, ja, für die Gleisbeschotterung. Genau. Die habe ich jetzt vergessen. Also das ist unsere neue Verpackung. So verpacken wir die jetzt hauptsächlich. Das ist jetzt Granitrot. Dann haben wir den Granitgrau. Ein Basalt. Also wie gesagt, alles echter Stein. Nichts irgendwie aus Plastikmaterial. Das war die alte Verpackung, aber man sieht ja, wenn es halt ein Weilchen liegt, sieht es dann dementsprechend aus, ausgemustert. Und das ist schwarz. Ah, sehr schön. So. Cool. Markus will jetzt noch irgendein Geheimnis zum Muschelkalk hier. Den haben wir ja noch gar nicht. Ach, die Lampen haben wir jetzt noch gar nicht gefilmt, aber die sehen wir jetzt auch. Die sind im Shop wahrscheinlich auch alle drin, oder? Die sind im Shop auch drin, genau. Okay, gut, jetzt kommt der Muschelkalk. Was gibt es besonders zum Muschelkalk? So, hier liegt schon mal das Muschelkalk-Päckchen und da ist eine Farbe. Und jetzt warten wir noch auf ein altes Glas. Auf ein altes Glas, ein Gurkenglas oder ein Nutella-Glas oder irgendwas. Und was passiert dann? Und das zeige ich euch dann jetzt gleich. Ich bin ja schon mal gespannt, ja. Also wir sind auf den Muschelkalk sehr stolz. Der kommt hier von der Schwäbischen Alb aus, direkt aus dem Steinbruch. Dann muss er ja gut die sein. Die anderen Schotter kaufen wir auch zu. Mhm. Wohlgemerkt aber im 100-Kilo-Päckchen. Okay. Und füllen die selber ab. Aber auf den Muschelkalk, wir haben lange gesucht. Wir haben hier jetzt in der Region einen Steinbruch, der uns den in der Körnung von 0,5 bis 1 Millimeter produziert sozusagen. Der kommt echt von der Schwäbischen Alb, der oder? Kommt von der Schwäbischen Alb, genau. Grüße an meine badischen Modellbahnkollegen. Hier seht ihr mal Qualität hier. Jetzt Muschelkalk. Also, das sind unsere drei Geheimzutaten. Muschelkalk, Schwäbisch. Schwäbisch, genau. Farbe richtig. Und ein leeres Glas. Farbe und ein leeres Glas. Der Muschelkalk ist so weiß. Und jetzt haben wir natürlich auch Modellbauer, die individuell ihre Gleise gestalten wollen. Jetzt tun wir hier einfach mal ein bisschen was rein. Und dann tun wir hier von der Farbe so. Das ist ja wie Chemieunterricht jetzt. Ein Körnle dazu, also ganz, ganz wenig nur. Das ist jetzt Rostbraun, oder? Das ist jetzt Rostbraun, man kann auch Rostrot nehmen. Okay. Und dann schütteln wir. Mhm. Tue ich hier einfach mal ein bisschen von dem Muschelkalk hin. Ja, das sieht schon ganz anders aus. Das sehe ich schon durchs Glas. Okay, das heißt, du kannst jetzt jede Farbe eigentlich... Man kann praktisch individuell, so wie man möchte, mit unseren Farben und dem Muschelkalk seine Schotterfarbe erstellen. Okay, und mit einem anderen Gestein, jetzt wie das da oben, da nimmt es das nicht an, die Farbe, oder? Das schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Weiß nehme, das kann ich natürlich auch machen. Aber ich habe halt immer die schwarzen Pünktchen drin. Ah, okay. Und der Muschelkalk ist halt durchgehend weiß oder annähernd weiß. Okay, und dann kannst du die Farbe quasi hier... Und deswegen kann man den sehr schön praktisch einfärben. Mhm. Cool. Also man kann natürlich jetzt auch das Ganze nochmal wiederholen. Und noch dunkler machen dann. Und noch dunkler oder auch mit schwarz oder rot-rötlich oder... Mit jeder Farbe, die wir praktisch haben. Und dann zum Beispiel auch gemischt dann einsetzen. Ja, krass. Also das ist jetzt praktisch mit einer Farbe
kann ich praktisch individuell Schotter herstellen in der Farbe, die ich haben möchte. Und es geht nur mit dem schwäbischen Muschelkalk. Das müssen wir jetzt einfach ja, genau, es geht nur mit dem schwäbischen Muschelkalk, natürlich. Ja, super, wieder was dazugelernt. Hat nichts mit LEDs und nichts mit Elektronik zu tun. Nein, ja, es sind so Kleinigkeiten, ja. Stark. Die das Eisenbahnerherz höher schlagen lassen. Cool. So, und als ich letztes Jahr da war, hast du so einen Prototyp gehabt für den ICE, nämlich dass, du kannst noch mal kurz drehen, dass die Zugzielanzeige, das ist das kleine Fenster hier, hoffe man sieht es, gehen wir ein bisschen näher ran, das Dunkle jetzt, dass das quasi mit beleuchtet wird. Wir haben diese Halterung in 3D gedruckt. Hier vorne sitzt dann eine ganz kleine LED drin. Und diese Halterungen sitzen genau so, dass wenn ich die Platine praktisch auf die Bestuhlung auflege, dass die Zugzielanzeige praktisch genau hinter diesem Ausschnitt für die Zugzielanzeige sitzt, die bei einigen Märklin-Modellen schon vorhanden ist. Und dann wird die praktisch rot beleuchtet, so wie man es in echt auch kennt. Cool. Stark. Das sind so die kleinen Besonderheiten. Wie bist du da drauf gekommen, das zu machen? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin Lokführer und ich möchte natürlich alles, was ich in der großen Bahn habe, auch in der kleinen Bahn haben. Okay. Detailgetreu halt. Ja, und es geht einfach immer mehr dahin, die Leute wollen, dass die Modelle so detailgetreu wie möglich sind. Mhm. Und dann muss man halt auch solche Sachen umsetzen und es funktioniert. Mhm. Vor allem, es macht ihm Spaß. Ja, genau. Klar, wenn man dann da rumtüftelt. Ich weiß noch, wie du letztes Mal überlegt hast. Das war auch die Zeit, wo ich meinen Bahnhof aus dem 3D-Druck gemacht habe. Bahnsteig, da hast du mir ja den Tipp gegeben, wie man die Beleuchtung hier machen kann. Genau. Der Markus hat jetzt extra sein ICE noch aufgemacht und dann sehen wir mal, wie das aussieht. Das ist jetzt die Platine, wie sie quasi auf dem... Genau. Auf dem, wie sagt man, der Sitz... Ja, auf der Sitzattrappe. Sitzattrappe, genau, aufgelegt ist. Aufgelegt ist, genau. Die hat hier auch diese Ausschnitte, weil hier sind oben so Zapfen dran, dass die praktisch genau hier reinpasst. Ah, okay. Und dadurch sitzen die praktisch immer an der richtigen Stelle. Mhm. Ja, das ist ja echt toll. Und das leuchtet dann so rötlich, oder? Das leuchtet rötlich, genau. Cool. Und warum ist die Platine jetzt grün? Weil die ist ja jetzt schwarz hier. Also unsere Prototypen lassen wir ganz normal in der Serienfertigung machen. Da werden die in einem größeren Pool gefertigt mit vielen, vielen anderen Platinen von anderen Käufern. Und deswegen sind die grün. Und da habt ihr euer Logo und so weiter. Und die Platine, die praktisch nachher in Verkauf geht, wird praktisch schwarz. Ah, okay. Dann ist das die Platine, was ich wahrscheinlich vor einem Jahr hier schon mal gesehen habe. Ja, genau. Wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Genau. Und ihr gesagt habt, die Idee ist ja echt cool hier, diese Zugzielanzeige noch zu beleuchten. Genau. Wir sind auch einer der wenigen Hersteller, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, die auch die Einstiegstüren mit beleuchten, wenn man so bei den Herstellern, auch bei den größeren von Märklin, das empfinde ich immer als Manko, da werden immer die Enden der Wegen nicht mit beleuchtet, also dort, wo praktisch die Einstiegstüren sind. Bei unserer Beleuchtung sitzt auch hier außen noch. Das heißt, wir können es ja mal in dem ICE zeigen, da wo die Tür ist jetzt eigentlich, ja, oder? Also das hier wird praktisch auch bei den normalen Herstellern von hier bis hier beleuchtet. Genau. Das macht im Prinzip jeder. Und wir beleuchten praktisch auch diese Türen mit. Mhm, weil da nochmal die LED drin sitzt. Genau, weil hier außen nochmal eine LED sitzt. Mhm. Die Türen werden bei vielen Herstellern einfach nicht mit beleuchtet, weil es einfach eine Kostenfrage ist, wenn man hier draußen einfach nochmal eine LED setzen muss. Mhm. Ja gut, dann merkt man schon, du bist einfach verliebt ins Detail als Lokführer und das zieht sich dann durch auch bis in die Produktwelt, gell? Genau. Toll. Bei den Platinen ist es so, also die Zugzielanzeige und die Innenbeleuchtung sind auch separat schaltbar nachher. Wenn man den Steuerwagen dazu nimmt, dort sitzen zwei Relais, die praktisch diese zwei Sachen schalten. Mhm. Man kann an jeder Platine die Helligkeit über einen Trimpotty einstellen, also mit einem kleinen Schraubenzieher. Und dort, wo dann praktisch im Wagen das WC ist, dort kann man noch ein Elko anschließen.
der dann praktisch im WC platziert wird und dann praktisch auch von außen nicht sichtbar ist. Für die Überbrückung dann, oder? Wenn man möchte. Mhm. Also auf den Platinen selber sitzt immer ein kleiner Elko schon mit drauf. Mhm. Aber beim einen oder anderen reicht es vielleicht dann doch nicht. Mhm. Okay. Und als nächstes Projekt machst du den rauchenden Lokführer, wie man dann die Glut der Zigarette sieht, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Also ich wurde auch schon gefragt, ob ich Komponenten für digitale Sachen mache, also sprich Gleisbesetztmelder etc. Mhm. Da werde ich mich wohl nicht ranwagen, weil da gibt es einfach zu viele Hersteller, die schon sehr gute Sachen machen. Deswegen, ich werde mich schon auf das beschränken. Ja, die Zeit, die vergeht hier wie im Flug und wir sind jetzt gerade schon hier so am Verabschiedungsgespräch. Also ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Nicole, dir. Deine Tochter ist jetzt, glaube ich, schon irgendwie im Bett oder weniger. Die hat sich verabschiedet. Okay, alles klar. Und auch an dich vielen Dank, dass wir mal diesen Einblick bekommen haben in eure Produktion. Ist ja doch richtig spannend, wie das alles geht. Aber eine Frage habe ich noch. Wo lieferst du denn überall hin? Ja, also grundsätzlich liefern wir weltweit. Wir haben, die meisten Kunden sind natürlich in Deutschland, Schweiz, Österreich, europamäßig, Frankreich, Spanien, Norwegen, Schweden, England hatten wir schon. Die weitesten Bestellungen, die wir bis jetzt hatten, war nach Amerika, in die Vereinigten Staaten. Da hatten wir schon einige, die dort bestellt haben. Und was mich sehr gefreut hat, nach Thailand und nach Japan haben wir auch schon geliefert. Also es ist alles sehr interessant, wo uns die Leute doch überall finden. Ja, toll. Und demnächst lieferst du dann auch noch in die Karibik? Wäre doch auch was Schönes. Ja, also wenn man dann mal einen Auftrag wirklich in die Karibik hat, den bringe ich dann persönlich hin. Urlaub, super. Du, vielleicht kann das passieren. Ich habe nämlich einen YouTube-Zuschauer, der wohnt in der Karibik, weil dem habe ich nämlich mal mit 3D-Druck solche Stützen für einen Bahnhof rausgelassen. Der hat mich echt mal gefragt, nachdem ich mein Bahnhof-Video veröffentlicht habe, ob ich ihm Stützen in die Karibik liefern könnte. Okay. Ich produziere die ja nicht, ich habe ja kein Gewerbe. Ich habe gesagt, ja klar, komm, ich lasse dir die Dinger raus und schick dir die. Okay. Also vielleicht, wer weiß. Aber ich fliege dann mit. Machen wir Männerausflug, oder? Dann suchen wir die Museumsbahn in der Karibik. Genau. Wäre auch mal ein schönes Video. Alles klar. Also ihr zwei, Dankeschön nochmal für den tollen Einblick und euch noch einen schönen Abend und ich reise mal weiter. Danke gleich. Ja, und jetzt haben wir noch keinen Namen für die schöne Maschine. Müssen wir noch einen Namen raussuchen. Ja, den kommt ja dann bei deinem Aufruf. Genau. Genau. Vielleicht in den Kommentaren. Genau. Macht mal in die Kommentare schöne Namen für die Small SMT-Maschine. Also mein Favorit wäre ja Mosfit, aber da bist du ja dagegen. Habe ich schon mitgekriegt. Okay, also bis dann. Ciao.